Oberösterreich als Wirtschafts- und Industriebundesland Nummer 1 setzt den Ausbau des internationalen Bildungsangebotes fort und startet deshalb eine Offensive in Kindergärten, Volks- und Mittelschulen. Oberösterreich ist ein internationaler Standort, daher ist die internationale Bildung, Englischsprachigkeit von sich aus schon wichtig, aber wir bekommen auch immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland, die mit ihren Familien zu uns kommen, die dann auch ein Angebot für ihre Kinder suchen. Gilt übrigens auch für oberösterreichische Familien, die eine Zeit lang im Ausland waren und wieder zurückkommen. Und daher, wir hatten in Linz oder haben in Linz sehr gute Angebote mit der LISA, mit der APIS. Wir möchten das jetzt regional aufweiten, zum Beispiel konkret im Innviertel, aber auch in allen Bildungsstufen. Wir beginnen schon im Kindergarten, wo wir Englisch in den Kindergartenalltag integrieren wollen mit Native Speakern oder indem auch Kindergartenpädagoginnen mehr Englisch sprechen, über die Volksschulen, wo es Schwerpunkte geben soll, bis auch zu einzelnen Klassen, wo zur Gänze in Englisch unterrichtet wird, weiter in der Mittelschule und dann auch noch den Ausbau der Oberstufen bzw. der Anton Bruckner International School. Die soll in Zukunft zweiklassig durchgezogen werden und so etwas wie die LISA soll es auch im Innviertel geben mit der RISA. Für Oberösterreich als Exportbundesland Nummer 1 der Republik ist die Internationalität ein entscheidender Faktor. Ja, der Wirtschaftsstandort Oberösterreich ist international tätig. Durch den Export verdienen wir 2 von 3 Euro. Und daher ist es auch notwendig, dass diese Internationalisierung für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Und das muss auch ins Bildungssystem übergehen. Und da setzen wir heute wirklich einen Meilenstein, weil wir beginnen quasi vom Kindergarten über alle Stationen Englisch quasi als Normalität einzuführen. Und darum geht's. Warum ist das wichtig? Unsere Unternehmen sind weltweit tätig. Das heißt, wenn Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher dann mit ihren Unternehmen ins Ausland gehen wollen, ist Englisch notwendig. Wenn man auf den oberösterreichischen Arbeitsmarkt sieht, wir haben viel mehr offene Stellen als Arbeitssuchende, die Demografie geht herunter, wir brauchen Fachkräfte aus der ganzen Welt. Dafür ist notwendig, dass wenn jemand mit der Familie kommt, dass die Kinder ein internationales Bildungsangebot haben. Und das schaffen wir jetzt. Die Zeit, in der wir leben, ist vernetzter und internationaler denn je. Auch deshalb ist der Ausbau des Bildungsangebotes wichtig. Wir haben schon ein gewisses Englischangebot, ein gewisses Angebot der Internationalisierung. Uns ist es wichtig, wirklich Weltoffenheit und Heimatverbundenheit zu verbinden. Und das schaffen wir durch diesen Schwerpunkt, den wir konsequent in die Breite tragen werden. Es ist ein Angebot mit der Einladung, dieses auch zu nutzen. Das neue internationale Bildungsangebot beruht auf Freiwilligkeit. Derzeit wird erhoben, welche Schulen konkret Interesse haben. Kommendes Jahr soll bereits mit dem Englischunterrichtsangebot in einzelnen Unterrichtsfächern begonnen werden.